Ach Mensch. Ach Gott, das ist ein Wetter, sage ich euch. Ach, es ist wirklich nicht schön, es ist ziemlich trüb und bewölkt und der Sommer ist bald vorbei. Ich hoffe, es kommt ein schöner Herbst. Warum mache ich das Video hier? Also ich wurde gebeten, ein Video zu machen, das ist ziemlich wichtig. Und zwar geht es um die Endgame-Veranstaltung am 17. Oktober in Dresden. In Sachsen, wo die schönen Menschen wachsen. Und da wollte ich ein Video machen, weil es ist eine sehr wichtige Veranstaltung, ein sehr wichtiges Format in dieser neuen Friedensbewegung. Und mir geht die ganze Zeit so ein bestimmtes Lied nicht aus dem Kopf, ne? Endgame bedeutet ja engagierte Demokraten gegen die Amerikanisierung. Ist ein super Schlagwort, ne? Das bleibt wenigstens hängen im Kopf. Oder Pegada. Patriotische Europäer gegen die Amerikanisierung des Abendlandes. Einfache, schlichte Begriffe und da muss man sich natürlich viele Vorwürfe anhören. Das Lied, das mir nicht aus dem Kopf geht, das ist von, also das ist nicht von Lady Gaga oder so Illuminati-Pornomucke, sondern das ist von Joan Baez. Vielleicht kennt ihr Joan Baez. The Night They Drove Old Dixie Down. The Night They Drove Old Dixie Down ist ein Lied, da geht es um den Untergang des Südens, um den Sezessionskrieg, den Bruderkrieg in den USA 1865. Und das passt ganz gut zum Thema. Das ist ein Klassiker geworden in den USA, das Lied. Da geht es um einen Virgil Caine, der ein schlichter Typ war, und um die Nacht, in der dann Richmond gefallen ist und die Südstaaten und der Süden praktisch untergegangen ist. Das Beste, was Amerika zu bieten hatte an Ideologien. Und ich glaube, ich verstehe, warum dieses Lied so ein Klassiker geworden ist. Es geht da um diesen antineoliberalen Geist. Dieser Virgil Caine, das ist so ein einfacher Holzfäller. Den stört es nicht, dass er nicht so viel Geld verdient. Er arbeitet als Arbeiter in der Landwirtschaft und er nimmt sich nur, was er zum Leben braucht und den Rest überlässt er den anderen und. Und irgendwann sagt seine Frau: Hey, schau mal, da ist Robert E. Lee. Robert E. Lee, das war so der General der Südstaatenarmee. Die Südstaatenarmee, das waren die mit den hellgrauen Mänteln. Rebel Grey hieß der Farbton. Ich habe einen Mantel von der schottischen Firma Crombie. Die Firma Crombie aus Schottland in Aberdeen, die hat damals die Armeen der Südstaaten ausgestattet mit diesen Uniformen, Rebel Grey. Und immer wenn ich diesen Mantel habe, dann denke ich daran, dass mir im selben Webstuhl praktisch die Uniformen dieser Leute damals gemacht wurden. Auf jeden Fall, seine Frau sagt: Hey, schau mal, da ist Robert E. Lee und so in dem Lied. Und das ist natürlich so, die Frauen und der Militarismus ist auch natürlich ein heikles Kapitel, ne? Und er kümmert sich eigentlich gar nicht so um Militarismus und Armee, aber wie sagt man, das Chingarasabum, das hat immer die Damen besonders begeistert. Und er musste ja dann zum Militär, nicht die Damen, die sich so für das Militär begeistern, sondern die Männer mussten damals zum Militär und sterben. Und sein Bruder ist gestorben. Und der Sezessionskrieg, dieser Bürgerkrieg, Nordstaaten, Südstaaten, erinnert euch, Fackeln im Sturm, Patrick Swayze und so weiter, North and South. Da ging es um sehr viel. Und ich wollte auch ein bisschen reden über Propaganda und so. Und die Südstaaten damals, ihr müsst wissen, es gibt ein interessantes Buch. Na, ich habe das hier als iBook. Man kann das im Kopp Verlag auch kaufen. Muss ich mal schauen hier. Im Kopp Verlag, genau. Der Originaltitel ist The Web of Debt, also das Netz der Schuld. Und das hat eine Ellen Hodgson Brown geschrieben. Der deutsche Titel vom Kopp Verlag, das ist so Der Dollar Crash. Und ihr werdet das Buch wahrscheinlich eh nicht lesen, aber ich sage euch, warum das ein schönes Buch ist. Es gibt viele Bücher über die Privatbankiers und so. Und hier Der Dollar Crash. Und in diesem Buch, da geht es um dieses Märchen. Das Mädchen, der Zauberer von Oz, das Mädchen mit den roten Schuhen. Und ist ja eine Allegorie, das wissen viele nicht, auf das Geldsystem. Und in den Südstaaten, das sind die, die den Krieg verloren haben, da haben sich damals auch in Virginia, und das ist in dem Buch geschildert, da gab es mehrere politische Bewegungen und die hatten in ihrem Programm natürlich das Wichtigste, nämlich das Geldsystem, als wichtigste Agenda. Und Abraham Lincoln, der sollte sich ja damals bei den Rothschild-Banken, ne, Geld ausborgen. Kondition hat ihm nicht gefallen, dann hat er seine eigenen Dollars gedruckt und deswegen wurde er dann wahrscheinlich auch ermordet, ne?
Und dahinter stand wohl so ein Agent, David Benjamin, von diesen Rockefeller-Banken, pardon, von der Rothschild-Bank. Rockefeller kam erst später, von der Rothschild-Bank, der David Benjamin. Und die hatten ermittelt gegen den und der musste dann flüchten in die City von London und der ist dann dort auch geblieben. Und die Rothschilds sind dann auch nach Amerika nicht mehr gegangen unter ihrem Namen, sondern die haben dann später so Agenten geschickt, die Warburgs. Und diese Strukturen, die sind bis heute präsent, auch wenn es 1865 dann zu Ende ging mit diesem Bürgerkrieg da unten. Und das ist alles einigermaßen aktuell. Und dieser Abraham Lincoln, der ist dann gestorben. Und ich habe immer versucht, wir sagen ja immer Ami go home. Oder die in dem Süden, in den Südstaaten, die hätten gesagt Yankee go home. Die Vietnamesen haben auch immer Yankee go home gesagt. Heute sagen wir Army go home. Letzten Endes läuft es auf dasselbe hinaus. Und wer diese Präsidentschaftsrede bzw. diese Präsidentschaftskandidatenreden gesehen hat auf CNN, der Republikaner, und ich denke da vor allem an dieser Frau, die einzige Kandidatin der Republikaner, die im Rennen ist, also da kriegt man schon so ein bisschen Angst. Ne? Das ist schon so Neoliberalismus, angelsächsischer Faschismus pur, was die da sagt, an Kriegstreiberei und so. Das ist nicht schön. Und ich wollte immer versuchen, die Gesellschaft von denen irgendwie besser zu verstehen. Vielleicht zurück zu Dresden, Endgame in Dresden. Dresden ist eine interessante Stadt für mich. Also meine Großmutter ist jetzt 95, Alhamdulillah, es geht ihr sehr gut. Und eine kleine Entscheidung in ihrem Leben praktisch hat darüber entschieden, dass ich heute hier nicht mehr sitze. Und zwar hat sie mir damals erzählt, sind alle Flüchtlinge nach Dresden gegangen und sie auch. Sie war auch Flüchtling und da war sie untergebracht in einem Hallenbad, weil alle waren in Dresden, alle haben gedacht, Dresden wird nie bombardiert, da sind die ganzen Kunstschätze und da sind eh die ganzen Flüchtlinge und keine nicht großartig Rüstungsindustrie. Und 2 Tage bevor diese Bombardierung in Dresden losging, hat sie irgendeine Intuition gepackt oder weil sie einfach Menschenmassen nicht so mochte, so wie ich auch. Also hätte ich mich nicht wohlgefühlt in so einem Hallenbad, ist sie verschwunden und da hat sie Glück gehabt, ne? Weil die Bombardierung, die war 1, 2 Tage danach. Und so gesehen habe ich Glück gehabt, dass meine Oma dann aus Dresden, weggegangen ist. Und Propaganda und Geschichte, was soll ich euch erzählen? Ich meine, die Geschichte wird immer von den Siegern geschrieben und Propaganda ist ein Mittel, das ist immer da. Und also mir braucht ihr nicht erzählen, dass in Dresden oder auch meiner Oma, die glaubt das nicht, dass das nur eine fünfstellige Anzahl von Toten war in Dresden. Ich denke schon, es war eine sechsstellige Anzahl, ja. Und sie ist dann geflüchtet und habe ich Glück gehabt. Das ist der erste Bezug zu Dresden. Dann habe ich da, glaube ich, damals, was gibt's da? Radeberger, mein Köstritzer, habe ich das erste getrunken in Dresden. Wir hatten damals einen Schulausflug gemacht. Das ist eine wunderschöne Stadt, ja. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich nochmal hin kann am 17. Oktober. Und da werde ich mir die Stadt nochmal in Ruhe anschauen. Ich hoffe, dass das Wetter ein bisschen besser wird als hier heute. Und ist nicht so einfach, ne, mit den Sprüngen und so. Dresden, Ami go home, Army go home, der angelsächsische Faschismus und so. Schaut mal, mein Großvater. Ich habe einen Großvater, der ist gestorben in Smolensk, in Russland, mit 28 Jahren. Das kann mir schon mal nicht passieren, weil ich bin schon älter als 28. Und der hatte hier damals dieses Buch. Ne? Mein Großvater, der hieß Heinz Kremso, hier Juli 1930. Dieses Buch hier, das ist Ivanhoe, der schwarze Ritter von Sir Walter Scott. Und das ist ein bemerkenswertes Buch und es stammt aus seiner Zeit. Es wurde wahrscheinlich in den 20er Jahren gedruckt, diese Ausgabe. Und ich möchte versuchen, die englische Gesellschaft, dieses angelsächsische, diesen Finanzsektor in London, und das will ich alles ein bisschen besser verstehen. Und Sir Walter Scott hatte ja einen Vater, der war nicht uninteressant, ne? Der war da im schottischen Ritus drin und der war so ein Verschwiegener, ein Eingeweihter. Der wusste viel, der Walter Scott. Und der Roman Ivanhoe von 80 Romanen, die er geschrieben hat, der tanzt ein bisschen aus der Reihe, weil der spielt im 12. Jahrhundert. Ne? Da gibt es da Rebecca, die Tochter des jüdischen Geldverleihers, ne? König Richard, Prinz John oder hier Johann wird er genannt. Und das ist sehr interessant. Ich erhoffe mir von diesem Roman ein bisschen ein besseres Verständnis über die angelsächsische Kultur oder über
die englische Kultur oder wieso das in England so ist, wie es ist. Und ich werde mir den Roman in Deutsch durchlesen und natürlich auch im englischen Original. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, ganz am Schluss von diesem Roman. Da wird dann immer auf einer Seite wird geworben, hier altdeutsche Schrift, kann ich gut lesen. Da wird dann so geworben für andere Bücher, die man so lesen kann. Und da war ich sehr überrascht, eigentlich nicht wirklich. Da wird geworben für Dostojewski, sämtliche Romane und Erzählungen, Tolstois Roman und Erzählung, Maxim Gorki, ausgewählte Werke. Und das ist die einzige Werbung in diesem Buch, die es gibt. Alles russische Autoren, ja. Und die Stimmung zwischen den Deutschen und den Russen, ne, in den 20er Jahren in Deutschland, die war natürlich prima. Und die haben sich verstanden, die sind sich kulturell näher gekommen. Und dieses Buch und hier, das nur für russische Titel geworben wird am Schluss, ist irgendwo auch ein Beweis. Das ist ein richtig alter deutscher Verlag hier, der das rausgegeben hat. Leipzig, Hesse und Becker Verlag. Und was ist dann passiert aus der deutsch-russischen Freundschaft? Der Zweite Weltkrieg ist dazwischen gekommen und Feindschaft zwischen den Sowjets und den Russen und den Deutschen. Und ich hoffe, dass es nicht wieder so ist. Also letztes Jahr, ihr erinnert euch, im März, April, da war ein gemeinsamer Gefechtsstand mit den Russen geplant. Wir waren auch befreundet mit den Russen, ja. Und jetzt wird hier massig Propaganda gemacht und ich hoffe nicht, dass es einen Dritten Weltkrieg gibt, nur weil man schon wieder Angst hat, weil die Angelsachsen sich schon wieder davor fürchten, dass wir Deutschen und die Russen uns irgendwie zu gut verstehen, ne? Ja? Der Geschichtsrevisionismus, die Propaganda. Ihr seht ja, hier habe ich eine Biografie. Ich habe hier zwei Biografien über Hitler. Einmal von Fest und einmal von Bullock. Ja, Bullock hat auch eine Stalin-Biografie geschrieben, sehr berühmt. Ich werde das wahrscheinlich kaum lesen, also nur so ein bisschen querfliegen, aber man muss ja mal ein bisschen was wissen über die Geschichte und über Hitler und da kann ein bisschen Lesen nicht schaden. Sie erzählen uns ja, alles sei ganz furchtbar und ganz schlimm gewesen und so weiter. Und was reden sie über Endgame? Endgame ist rechtsoffen, rechtsesoterisch, was christlich, fundamentalistisch verstrahlt oder so, ne? Ich will mal den Affen ein bisschen Zucker geben. Ich habe ein bisschen was für euch vorbereitet. Ein schönes Bild. Das hat ein Künstler gemalt und das ist eine Auftragsarbeit. Das ist für jemand anders. Ich verwahre es nur, ich werde es ihm dann geben. Schaut mal, was ich hier habe. Hier habe ich was ganz Hübsches für euch, ne? Wenn wir über Propaganda reden, dann dürfen wir diesen Herrn niemals vergessen. Ah, vielleicht erkennt ihr ihn. Ah, das ist ein alter Bekannter in Sachen Propaganda, ne? Das ist der Goebbels. Ich bin ja nicht blöd, ne? Ich habe das Parteiabzeichen habe ich abgeklebt, das darf es ja nicht zeigen. Einfach so, und den Künstler habe ich auch mal abgeklebt und ich weiß nicht, wo der das hinhängen wird. Also er hat mir gesagt, er wird das wahrscheinlich in diesen Sauna-Ruheraum hängen. Da stehen dann auch so irgendwie so aufgeblasene Couches und Sofas und so kleine Babybecken. So irgendwie soll es lustig oder entspannt wirken, ich weiß auch nicht. Da wird er sich das reinhängen. Ich werde ihn mal besuchen, dann wird er mir das zeigen, wofür das alles gut ist. Und hier, der Mann steht für Propaganda, ja. Und eine Sache ist mir auch aufgefallen. Er hat ja immer gesagt, wenn die Lüge nur groß genug ist, dann glauben sie die Leute. Ne? Also die ganz großen Lügen, die funktionieren immer in der Geschichte. Die kleinen Lügen, die fliegen ein bisschen auf. Und da wollte ich euch im Zusammenhang mit den Amerikanern vielleicht mal eine ganz kleine Lüge erzählen, die aufgeflogen ist. Ne? Das heißt ja immer, dass die Olympischen Spiele, ich bin ja hier in München, und da ist ja dieser Jesse Owen, das war dieser Schwarze, ne, der Olympiasieger wurde bei der Olympiade, die Nazis abhielten. Und da haben sie uns immer gezeigt, Mensch, der Hitler, der war ganz empört, dass plötzlich ein Neger gewann und nicht einer seiner blonden Recken und so. Und er hätte eine ganz schlimme Geste gemacht und so weiter. Und er hätte Jesse Owen nie die Hand gegeben. Und das hat man uns erzählt, weil es so schön reinpasst in diese Rassenstruktur, diesen Rassenfimmel, dieses Rassendenken der Nazis. Aber die Wahrheit ist natürlich eine andere. Ne? Also ein Verleger, ein Redakteur einer ganz, ganz wichtigen westdeutschen Zeitung, der hat natürlich sehr wohl ein Foto gehabt. Ein Foto, auf dem Hitler Jesse Owen die Hand gibt. Ja? Und Jesse Owen hat immer gesagt, er wurde hier in Deutschland bei den Nazis immer vorzüglich behandelt. Das könnt ihr wirklich nachgucken, hat er immer gesagt. Und dieser Redakteur bzw. Chef dieser sehr wichtigen Zeitung, der hat dieses Foto, wo Hitler Jesse Owen die Hand gibt und die Amis haben ihm gesagt, er darf dieses Foto niemals veröffentlichen. Das passte nicht ins Konzept, wurde nicht veröffentlicht.
Vor ein paar Tagen saß hier in München bei mir ein Freund, der hat damals, als einige der Olympiasieger eingeladen worden sind, unter anderem auch Jesse Owen, der hat ihn ja persönlich getroffen und gefragt, wie das denn so sei und so, hat das bestätigt, ja. Natürlich, hat Hitler ihm die Hand gegeben und natürlich wurde er vorzüglich behandelt und überhaupt nicht rassistisch beschimpft und so weiter. Aber wisst ihr, wo Jesse Owen rassistisch beschimpft wurde und mies behandelt wurde? Bei den Amerikanern. Der amerikanische Präsident hat ihn nämlich nicht empfangen, obwohl er Olympiasieger war, geschweige denn ihm die Hand gegeben. Und sie haben ihn auch Nigger genannt, dort unten in den USA. Und die USA, die waren rassistisch, ja? In Nazi-Deutschland wurde Jesse Owen hervorragend behandelt. Das ist die Wahrheit. Und dieses Foto existiert irgendwo, ne? Habe ich gehört. Es wird nur eben nicht veröffentlicht, weil es nicht in die Propagandakram passt. Und mit dieser Propaganda, das ist ja Wahnsinn. Die Propaganda führt uns hier in Irrwege im Grunde genommen. Mit der Propaganda kannst du die Leute verhetzen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Zum Beispiel das Wort Nigger. Ja? Im amerikanischen Fernsehen dürfte ich es nicht einmal sagen. Ja? Aber ihr wisst, ich verwende es nur so. Barack Obama hat dieses Wort vor kurzem verwendet. Führt auch zu Skandalen. Oder das Wort Neger. Das ist im Moment negativ konnotiert. Ne? Es ist rassistisch, dieses Wort zu verwenden. Man soll immer sagen, Schwarzer, Afrikaner und so weiter. Aber wie war denn das wirklich damals? Also wir erinnern uns alle an Lübke und seinen furchtbaren Fauxpas. Er sagte in Afrika, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Neger. Das war sicher ziemlich dumm von ihm, das zu sagen, ja. Aber das Wort Neger ursprünglich, Martin Luther King in seiner Rede, ich habe einen Traum, I have a dream. Er hat das Wort Neger verwendet, Negroes, ja. Und die, die immer gesagt haben, Schwarzer, Black, African, American und so weiter, wer waren denn das für Leute? Das waren an sich die Rassisten. Das war die Black Power Bewegung, ne? White Power Bewegung, Black and White und so weiter, ne? Die haben diese Begriffe verwendet, Black und White, Black, African, American, die White Anglo-Saxon Protestants, die Wasps, ja? Und heute, aufgrund der Propaganda, ist es genau andersrum. Das sind eigentlich die Worte, die ursprünglich von den Nicht-Rassisten und von den Friedensleuten verwendet wurden, die sind jetzt angeblich alle böse und die Begriffe, die die Rassisten verwendet haben und bis heute auch verwenden, das ist jetzt gang und gäbe. Natürlich, die Sprache ist im Wandel, es kommt immer auf den Empfängerhorizont an, man darf halt den anderen einfach nicht kränken, ja? Aber das ist das, was Propaganda machen kann. Ja, denkt immer an den Goebbels, ja? Propaganda, eine schlimme Sache. Jetzt habe ich irgendwas vergessen. Rechtsesoterisch, pass auf. Also rechtsoffen haben wir jetzt. Nazis, rechtsoffen. Was soll Endgame alles sein? Rechtsoffen, glaube ich, ist Endgame nie gewesen. Schaut euch die Videos an, wer bei Endgame immer gesprochen hat. Im Gegenteil, Endgame war vor allem offen für Leute mit Migrationshintergrund. Leute, die einen persönlichen oder familiären, speziellen Bezug hatten. Und die sehr glaubhaft ihre politischen Positionen dargelegt haben. Und dass Menschen unterschiedlich sind und unterschiedlich denken und einen anderen Stil haben. Manchmal muss man die Meinung anderer Menschen auch mal einfach so stehen lassen. Und da war Endgame im Prinzip immer offen. Ja? Die Russen, russischstämmige Leute, Ausländer oder Palästinenser, die haben da alle gesprochen. Das war Endgame. Endgame war offen für alle, für Ausländer. Sehr tolerant, liberal. Na, was gibt's noch? Rechtsesoterisch? Esoterisch, lass mich nachdenken. Esoterik, was gibt's da? Das Om-Symbol, glaube ich, genau. Das Om-Symbol kennt ihr hier? Schau her, das ist so aus dem Drogeriemarkt. Yoga, hier ist das Om-Symbol drauf. Om, das ist vielleicht schon esoterisch, ich weiß nicht. Die Friedensfusionsfahne, ich habe mal eine Version da. Warte mal. Hier. Das ist die Fahne von der Friedensfusion gewesen, dieses Symbol. Das haben auch ein paar Künstler entwickelt und ich gebe zu, wir haben da auch so eine ein bisschen spirituell angehauchte Person und die hat hier auch dieses Om-Symbol reingemacht. Na, ist schön, aber ich denke, es ist einigermaßen gängig. Das Om-Symbol steht für was anderes. Es steht halt hier für Yoga und inneren Frieden und so weiter und ich denke, das ist alles halb so schlimm, Leute. Oh. Und zurück zu der Frage, ob Adolf Hitler Jesse Owen die Hand gegeben hat und ob es davon ein Foto gibt oder ob es keins gibt oder so. Puh. Also ich habe gehört, dieses Foto soll es geben. Es spricht vieles dafür, dass es tatsächlich so war. Wisst ihr, es gibt auch ein Foto, wo der japanische Kaiser Mitgliedern meiner Familie die Hand reicht. Diese Fotos gibt es auch. Aber keine Angst, das war noch vor Fukushima, ja.
Also ist nicht radioaktiv verseucht oder so. Im Übrigen ist das eine schlimme Sache mit diesem Fukushima und viele meiden jetzt da den Lachs und den Thunfisch. Ich esse das immer alles sehr gerne. Ihr wisst ja, die kosmische Strahlung, also ich meine jetzt die echte kosmische Strahlung, die es gibt, ja, aus dem Weltraum. Es gibt eine kosmische Strahlung, physikalisch. Alles ist ein bisschen radioaktiv. Und ich hoffe, dass der Lachs und der Fisch in der Umgebung um Fukushima, dass das sich mit dem Meerwasser millionenfach verdünnt hat und dass man das ruhig essen kann. Das ist halb so wild. Man darf sich da nicht verrückt machen. Schau mal, ich bin auch nicht so ein esoterischer, also ich mache mich da auch nicht wahnsinnig. Ne? Ich trinke hier Münchner Leitungswasser. Da gibt es dieses St. Leonhard Wasser, das könnt ihr auch gerne trinken und so, aber ich bin jetzt mal lebensmüde und ich riskiere das Münchner Leitungswasser aus den Alpen, aus dem Lößtal, Tauberstein. Prost. Schmeckt mir auch. Also ich esse den durchaus bedenklichen Fisch in der Nähe von Fukushima. Ich trinke deutsches Leitungswasser. Und die einzige kosmische Strahlung, an die ich wirklich glaube, das ist die tatsächliche kosmische Strahlung. Ich denke, es ist halb so wild. Also diese ganzen Vorwürfe gegen Endgame und so, die sehe ich auch alle. Die sind nur konstruiert. Das ist alles Quatsch. Rechtsoffen. Also wirklich offen für viele Leute mit interessanten Themen, die glaubwürdig was zu sagen haben über ihre Ansichten. Das ist es, ja. Und esoterisch und so ein bisschen spirituell, mein Gott. Pff, christlich-fundamentalistisch kann man mir ganz schlecht vorwerfen. Aber jetzt mal im Ernst. Endgame ist ein ganz wichtiges Format und es bringt die Dinge auf den Punkt. Und jetzt war so, da in Dresden, ne, das ist ja die Hauptstadt von Pegida. Und bei Pegida, da kotzen sich ja alle so ein bisschen aus, ne? Und ich habe gehört, dass die Festerling, da gibt es mittlerweile ganz gute Beiträge bei Pegida. Und die wollen die Leute informieren über das Vasallentum Deutschlands, über die Dominanz der USA. Und die Festerling, die will diese Beiträge einfach rausfiltern. Und das finde ich gemein bei Pegida, dass man eigentlich man will eigentlich nur seinen großen Tross an Wutbürgern. Man will diese Wutbürger haben, die sollen sich da schön auskotzen. Aber man hat kein Interesse, ihnen die Hintergründe zu erklären, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Am liebsten will man sie dumm lassen und man will diese politisch problematischen Themen alle weghaben. Dann wollen sie ihre eigene Partei gründen und sich politisch engagieren und so. Wir haben jetzt noch 2 Jahre Zeit, bis Wahlen sind, aber ich denke, wenn es ganz viele kleine Parteien gibt, die dann alle unter der 5%-Hürde sind, das kann es dann irgendwie auch nicht sein, ja? Also wenn man was politisch bewegen will, dann muss man sich irgendwie auch mal zusammenfinden und dieses ganze Getue und dieses Spalterei und so, das muss irgendwie weg. Pegida hat ja, was diese Flüchtlingsgeschichten angeht, recht. Es ist natürlich ein Problem. Jetzt erkennen es mittlerweile alle. Ein Freund von mir in Berlin hat da schöne Fotos gemacht. Der war in diesen Flüchtlingscamps und hat da sich mal die Papiere gezeigt. Michael Kroster beispielsweise, der hat dieses Bahnticket, mit dem die Flüchtlinge rumreisen können, hat er mal abfotografiert und publiziert. Und es ist ja unglaublich. Also diese Flüchtlinge können mit der Bahn überall hinreisen, was in Ordnung ist. Aber dass die Bahn bei jeder einzelnen Bahnreise eine Pauschale von fast 119 Euro, ja, dafür kannst du von Kiel bis ins Allgäu fahren, das erhebt die Bahn pauschal zusätzlich zum Ticketpreis bei jedem dieser Flüchtlingstickets als Bearbeitungspauschale. Das ist ja Wahnsinn. Im Grunde genommen, denk mal, wie oft die hier mit der Bahn rumdüsen werden, wochenlang. Und jedes Mal, wenn die eine Fahrt machen, kann die Bahn nochmal pauschal 119 Euro Bearbeitungsgebühr kassieren. Also, mir ist da mal ein Gedanke gekommen. Also der europäische, die Wettbewerbsbehörden und so weiter, das ist, also wenn ihr mich fragt, die Bahn ist doch ein privatrechtliches Unternehmen. Und die werden sich hier an den Flüchtlingen gesund stoßen, weil es politisch gewollt ist. Aber ich weiß nicht mehr, wer die Deutsche Bahn rechtlich vertritt. Ich glaube, es war eine Zeit lang die Kanzlei Beitenburghardt Gördeler. Aber ich denke, da werden ein paar Prozesse auf die Bahn zukommen. Und zwar aus verschiedenen Dingen. Ich spontan habe jetzt hier schon den Verdacht, dass also mit öffentlichen Mitteln das Privatunternehmen, die Deutsche Bahn, massiv saniert werden soll und subventioniert mit diesem Wahnsinnspreis. Denn wenn Hunderttausende von Flüchtlingen monatelang ständig in der Gegend rumdüsen und jedes Mal eine Bearbeitungsgebühr von 119 Euro aus öffentlichen Mitteln gezahlt wird, das ist schon allerhand. Dann die zweite Sache, es ist ja unglaublich, in Berlin geht es ja wirklich rund, ja. Da gibt es so viele Flüchtlinge da, die haben einen Schein, die dürfen in jedem Hostel mit so einer Nummer einchecken.
und sie haben Vollversorgung mit Lunchpaketen und so weiter. Und sie kriegen kassenärztliche Leistung ohne Zuzahlung gewährt. Jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher, ob die Zuzahlung, also sie müssen keine Zuzahlung leisten, wenn sie gesundheitsversorgt werden. Betrifft das jetzt irgendwie die 5-Euro-Zuzahlung für Medikamente oder vielleicht auch für Zahnersatz? 1.000-Euro-Zuzahlung oder was soll das heißen? Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Also sind die wirklich von allen Zuzahlungen befreit und sind quasi voll versorgt ohne jede Zuzahlung? Besser als es jeder Deutsche ist. Also ich will jetzt hier keinen Neid schüren, aber das wäre schon ein bisschen allerhand. Und die Geschichte, diese Lösung, dass so viele Flüchtlinge da sind, dass also jeder hier, also eine freie Hostelwahl, die können in jedes Hostel praktisch einchecken und es wird einfach abgerechnet über ihre Nummer. Und trotzdem pennen in Berlin einige im Park. Das heißt, die Hostels sind auch alle rappelvoll. Also das ist ja Wahnsinn. Die können überall rumdüsen, können alle Hostels einchecken, sind voll versorgt und alles. Nicht, dass ich neidisch wäre oder so, aber pff, das ist schon ein bisschen allerhand. Und dann hört man, dass plötzlich Kinder verschwinden oder geklaut werden. Also die Kinder sind schließlich hier alle in unserer Obhut. Ja, wo ist hier dieser Nazi-Bürokratie- und Ordnungsfimmel? Es kann doch nicht sein, dass einfach Kinder abhanden kommen, die hier in unserer Obhut sind, in der Obhut unserer Behörden. Ja, dann habe ich Geschichten gehört, dass also es Tricks gibt bei der Abrechnung, dass da Kinder ausgeliehen werden, dass man hingeht und so tut, als wären das die eigenen Kinder und dann werden die Kinder immer wieder benutzt und dann holt man sich Sachleistungen bar und so. Wir Deutschen, wir müssen hier mit dem Fingerabdruck im Reisepass, wir werden eindeutig identifiziert und dann soll sowas möglich sein, so wie vor 20, 30 Jahren, ich weiß nicht. Also unsere Politik versagt hier auf jeden Fall total. In Bayern ist es ein bisschen anders, wir haben hier die Lagerpflicht, das finde ich schon ein bisschen heftig, weil Lagerpflicht bedeutet für die Flüchtlinge, dass sie bestimmte Gebäudekomplexe nicht verlassen dürfen, was also schon fast ein bisschen ist wie ein Gefängnis. Also das ist schon ziemlich unmenschlich. Aber zwischen dieser bayerischen Lagerpflicht und der Art, wie man es in Berlin handhabt mit den Flüchtlingen, dass die überall mit der Bahn rumreisen können und freie Hostelwahl und sich selber irgendwo überall einchecken dürfen, irgendwo dazwischen muss es doch eine vernünftige Lösung geben für diese ganzen Sachen. Das wollte ich nur noch sagen. Tja, was wollte ich noch sagen? Genau, kommt alle am 17. Oktober zu Endgame, das ist ganz wichtig. Vergesst nicht, Propaganda ist immer da. Geschichte wird immer von den Siegern geschrieben. Und erinnert euch an die kleine Lüge mit diesem Handshake und so weiter. Kleine Lügen fliegen auf, aber die ganz großen Lügen, die ganz, ganz großen Lügen, die können weiter bestehen bleiben. Und ich bin sehr gespannt, es wird sicher ein Mordspaß in Dresden. Ich freue mich wirklich, das wird wirklich sehr schön. Und vor allem, es sind wirklich so viele entspannte, unterschiedliche Leute da. Und jeder, der bei Rammstein war, der muss doch wissen, dass also diese Amerikanisierung, das muss aufhören, ja? Die müssen hier raus. Diese ganzen Besatzer, dieser ganze Druck, diese ganze Zensur, die Medienzensur, der Druck auf diesen Zeitungsheini, der dieses Bild nie veröffentlichen darf, ne? Jetzt wollte ich euch noch was Lustiges zeigen. Also wenn ihr euch übrigens aufregt hier über das Goebbels-Bild und so, ich habe hier so einen Film von so einem österreichischen linken Künstler, der heißt Ulrich Seidel, im Keller. Ja, das sind noch ganz andere derbe Aktionen. Da seht ihr mal, was manche Österreicher bei sich im Keller veranstalten. Wirklich ein witziger Film, könnt ihr euch ruhig mal anschauen. Und dieses Om-Zeichen, ich weiß nicht, aber das ist irgendwie so Yoga, innerer Frieden. Das macht irgendwie zurzeit alle an. Seht ihr hier dieses meditierende Mädchen? Ganz viele Frauen tätowieren sich dieses Om-Zeichen irgendwo hin. Ich habe das jetzt schon 2-3 Mal gesehen. Sehr interessant. Wir haben es in der Friedensfusion, in der Fahne. Jetzt haben wir hier noch was, passt mal auf. Ich habe immer so Nikolausmützen. Nicht, dass mir Weihnachten irgendwie, also ich will jetzt nichts über Weihnachten sagen, aber ich habe immer so ein paar Nikolausmützen zu Hause, weil ich mag den Nikolaus und irgendwie finde ich die Mützen süß. Dieses Hemd, das habe ich übrigens immer an, wenn ich hier rumlaufe. Und schaut mal, wer bin ich denn jetzt hier mit der Nikolausmütze? Hm? Ja, wer bin ich? Na, ich bin der deutsche Michel. Immer so ein bisschen verschlafen. Das ist die Schlafmütze. Und was macht der deutsche Michel? Er hat immer Angst. Ja, und er kriegt Sachen immer erst ganz spät mit. Und der deutsche Michel, der guckt doch immer schön ARD und ZDF und glaubt immer alles, was die anderen sagen und so. Aber einfach mal ein bisschen selber denken. Aber eins sage ich euch, jeder, der zu Endgame kommt, der ist ganz sicher kein deutscher Michel. Eine schöne Nikolausmütze. Das ist die Coca-Cola-Mütze. Ihr wisst ja, der Weihnachtsmann ist eine Erfindung von Coca-Cola gewesen.
Ja, das wollte ich euch sagen. Also, kommt alle nach Dresden am 17. Oktober. Ich freue mich wirklich sehr und es gibt ganz tolle Beiträge, da bin ich mir ganz sicher. Und es wird ein Mordspaß, eine Riesenparty und ich bin sicher, das Wetter wird auch sehr schön. Oh, bestimmt wird das Wetter schön, Mensch. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich hoffe, dass es keinen Weltkrieg gibt und ich hoffe, dass die deutsch-russische Freundschaft, dass ihr diesmal nichts im Weg stehen wird, wie damals in den 20er Jahren, als der Zweite Weltkrieg mit seinen ganzen Intrigen dazwischen kam. Ich will nicht über den ganzen Zweiten Weltkrieg reden und so. Ihr könnt ja hier diesen Feist Hitler, ne? Lest diese Biografie, danach können wir von mir aus über den Zweiten Weltkrieg reden. Aber das Ergebnis war, dass wir Russen und Deutschen uns wieder entfeindet haben. Verfeindet haben und das muss nicht sein. Oh, jetzt bin ich langsam müde. Jetzt muss ich mal langsam in die Sauna gehen oder so. Irgendwas Nettes, Angenehmes machen. Furchtbarer Stress. Das Video war jetzt sehr lang, tut mir sehr leid, aber ich habe es jetzt nicht großartig kürzer hingekriegt, gell? Macht's gut, Leute. Wir sehen uns in Dresden am 17. Oktober.